was Großes oder was Kleines? Kein Asylum. Okay. Oder Prison. Okay. Irgendwie fehlen uns Kopfkameras. Also ich habe noch nichts reingetan, vielleicht deswegen. Jetzt kann ich nichts mehr reintun. Okay. Wenn Basti noch bestätigt, dann kommen wir los. True. Luzi, ich bin in deiner Mütze gespawnt. Glitzert die innen? Nee, sie ist sehr traurig von innen. Gut. In der Beschreibung meines Lebens. Oh. Also, wir brauchen ein Foto, wir brauchen Räucherstäbchen während einer Jagd und Zeuge eines Geister-Events. Und einer hat keine Kopfkamera auf. Eventuell ich. Weiß nicht. Hab ich eine Kamera auf? Hami, du hast eine auf. Okay. Geh mal nach oben. Dankeschön. Bitte schön, findest du zurück? Jo. Ich hab hier hinten einen Knochen. Ich hol eine Kamera. Irgendwo ist nicht. Ich hab das Gefühl, da war ein Geist, Hami. Ich glaube auch, dass bei Hami ein Geist war. Hase? Wo ist Hami? Raum. Wo? Hinter. EMF-5 im Schrank. Okay. Kitchen, Living Room, irgendwo dazwischen. Kitchen. Jetzt gar nichts mehr. Aber Hami hat er doch hier hinten. Living Room. Ja, Hami hatte das da hinten, ganz deutlich. In meinem Ohr. Hat er gesagt. Ist schon richtig. Ja, es war irgendwie in dem Bereich da hinten. Hami sagt dir hier irgendwo im Schrank. Hase, meinst du das Ankleidezimmer hinter dem Bad? Moment. Bitte? Also entweder das Schlafzimmer oder das Gästezimmer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist das Schlafzimmer hier. Ja. Ja, es ist hier. Ich sehe keinen Orb. Nein, es ist ein Fingerabdruck am Schrank und hier ist auch Gefriertemperatur im Bad. Hat jemand eine Kappe gepappt? Kappe gepappt? Ich hab gerade eine Fotoknips. Mit Hütchen. Daneben Laras Hand. Oh, wo war hier ein Knopf? Huh? Hier ist was geflogen. Ja, das war mein Dings, mein... Das war von mir, das war das Walkie-Talkie. Ich hab keine Taschenlampe dabei. Ich bin auch ein Held. Ich schmeiß Kamera vor den Eingang, ne?
Ich guck mal, ob ich ein Foto von ihm krieg. Wir machen hier auch Stammlauf, oder? Hallo, Schwester. Ich muss mal ganz runter. Ich stelle mich kurz hier draußen hin. EMF liegt im Bad. Nicht auf die Veranda. Nein, 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 ich stelle mich hier vorne. Wir haben keinen Strom. Wo ist der Stromkasten? Im Keller rechts rum. Zeig dich. Zeig dich. Strom ist da. Danke. Zeig dich. Zeig dich. Also von den Sachen haben wir jetzt ja alles, ne? Fingerabdruck, Gefriertemperatur und du meintest doch am Anfang... Okay, und am Anfang war ja EMF 5, richtig? Ja. Dann ist es ein Jean. Ich habe den Fingerabdruck gehört und mitgekriegt, dass der irgendwo neben deiner Hand war, als Basti den geknipst hat, aber ich habe ihn nicht eingetragen. Zeig dich. Hallo? Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Hallo. Ich weiß, dass du da bist. Zeig dich. Huch. Das wollte ich nicht. Hallo? Wo bist du? Der will sich nicht zeigen. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Der ist feige. Genau. Naschra sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, Naschra sagt, du bist feige. Zeig dich. Hallo? Zeig dich. Wo ist denn ein hübsches Gesicht? Feigling. Oh, ey, warum drücke ich denn immer auf den Auslöser? Feigling. Anfänger. Blödmann. Blödfrau. Doofi. Angsthase. Bist du hässlich? Zeig mir deine hässliche Fratze, na los. Funktioniert bei mir immer ganz gut. Ich komme audiotechnisch nicht auf. Ja, ich habe ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, er ist hässlich und er soll seine hässliche Fratze zeigen. Daraufhin hat er das Licht ausgemacht und hat angefangen zu piepen. Hm. Ich habe gedacht, er huntet. Basti, wir haben hier ein privates. Dein Ektoplasma stinkt nach Maggi. Du musst nicht alles mitkriegen. Bitte? Ich bin heute. Basti hat sich beschwert, dass nicht alles angekommen ist. Ach so. Ich bin heute auch ein bisschen abgelenkt, glaube ich. Warum? Weil ein bisschen viel los ist im Chat. Aber ich finde das auch ganz lustig. Sonst ist der immer wie so ausgestorben. Hm. Hm. Ja,
Ja, die Chat-Aktiven, die sind ja alle hier mit drin. Das ist wohl richtig. Das ist mir auch in dem Stream gestern wieder aufgefallen. Irgendwie war da nicht so viel los. Nee, alle sehr faul. Sehr, sehr faul. Außer heute. Ich will doch kein Foto machen. Also das mit dem Geister-Event haben wir und das mit dem Räucherstäbchen, ganz ehrlich, da kann er mich mal hinten rum kreuzbeißen. Das soll aber mittlerweile funktionieren. Ich habe gesehen bei anderen Leuten im Stream, dass es geht. Du kannst es gerne ausprobieren, Basti. Ich habe gesehen, es funktioniert. Ich verliere aber am meisten. Ich habe gesponsort. Ja, ja. Ich würde gerade sagen, so viel hast du nicht gesponsert. So viel war das nicht. Das waren nur 10 Kameras. Jetzt ist er beleidigt und hockt in der Ecke. Ach, Basti. Hami, das sieht ganz falsch aus. Das sieht ultra falsch aus, was du gerade getan hast. Ich habe versucht, dich mit der Taschenlampe zu hauen. Nein, das sah anders aus. Soll ich immer sterben gehen? Ich kann noch einmal warten, bis Lutz wieder da ist. Räucherstäbchen mitnehmen? Nee. Und mal nur, dann passiert noch was, bis Lutz wieder da ist. Ich habe nie Angst um meinen Content. Hier existiert kein Content. Gehen wir alle an deinen YouTube-Channel, sagt was anderes mit über 20.000 Videos. Gehen wir alle rein. Das war aber ein Flex auf einem ganz anderen Niveau. Wenn ich das jetzt gesagt hätte, habe ich aber nicht. Okay. Weißt du, das ist pure Langeweile. Ich schnapp mir gleich die Kamera, die da noch liegt. Also, so wie ich das gesehen habe, steht nicht direkt im Raum, wo er huntet, sondern ein bisschen weiter weg. Und als dann deren Richtung gekommen ist, haben sie das Ding angehört, dass er seine Richtung geschmissen ist. Und das hat gezielt. Ha. Also, wo soll ich das hinwerfen? Also, wenn er quasi so auf uns zukommt, hier so, und dann tschach ins Gesicht. In your face. Jo, bist du hier? Hallo? Hallo? Versuch mal von der Seite zu erwischen. Sag was. Ich weiß, das nervt dich. Ich bin 100% sicher, dass irgendjemand sterben wird. Wahrscheinlich ich. Davon gehe ich auch aus. Ja, ich ärgere dich. Mach so lange weiter, bis du kommst. Er hat gesungen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Mist. Ich hab's auch gehört. Na komm. Na komm. Feigling. Wir machen hier ganz viel Blödsinn. Ohne dich. Weil keiner mag dich. Du bist ganz alleine. Ich krieg langsam einen Krampf in meinem Finger. Hallo? Oh, ich habe die Kamera in der Hand. Die fängt an zu flackern. Das ist jetzt
Ach, du bist doof. Ja, sind wir. Ich habe hier immer noch Wölkchen. Okay. Komm schon, komm schon. Mein Arm tut langsam weh vom Klicken. Du bist ein Anfänger, ein Noob. Du bist nichts. Du bist nichts wert. Rein gar nichts. Komm, 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 komm. Na los. Ich gebe offen zu, ich stehe auf der Veranda. Okay. Ja, komm. Ja, komm. Ey, krieg ich ihn nicht getriggert. Vielleicht hallo. Ist das so ein Alleintyp? Nee, alleine mache ich das nicht. Außerdem waren wir gerade auch alle im Haus und da hat er gesungen. Und nicht mal gut. Es war ein schlechter Gesang. Komm schon. Komm schon, du hasst uns. Mach uns Angst. So. Trau dich. Lisa? Lisa? Lisa Clark? Ami, kannst du dein paar Stäbchen hier nochmal reinwerfen? Für Notfall. Lisa Clark? Hallo Lisa? Lisa Clark? An Kasse 3, Lisa Clark bitte. Lisa Clark bitte, Kasse 3. Einmal wischen in Gang 4. Komm schon. Klinge, geht mir ready auf den Senkel, ey. Ey. Oh shit. Ich dachte gerade, jetzt geht's los. Da war der Stift schon in der Hose, fast. Komm, 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 komm. Na los. Komm, du willst das doch auch, Lisa. Mach. Mach uns fertig. Wen willst du, Basti oder mich? Na komm. Ja, komm, dann lassen wir das. Sorry. Das bringt doch nichts. Wisst ihr schon, was es ist? Ein Gin. Ja. Versuchen wir das beim nächsten Mal nochmal mit den Räucherstäbchen? Ja. Der war... Guck mal, jetzt sind wir raus und jetzt geht er auf 4. Wie blöd. Der Zug ist abgefahren. Ja, so ein Blödi. Habt ihr versucht, das mit dem Verjagen während einer Jagd zu kriegen? Ja. Oh Gott, seid ihr bescheuert. Das soll jetzt funktionieren, hat Basti gesagt. Basti meinte, das funktioniert jetzt. Ich drück mal. Mhm. Hm. Du meinst, der wollte einen Mann haben? Nee. Ich glaube, der war B. Dem war das egal. Welcome back. I prepared some jobs for you. Hm.